Ich glaub's kaum. Ich habe eine Autobahn gefunden. Seit zwei Ländern hatte ich keine Autobahn mehr. Und einen schönen Sonnenuntergang. In 1:16 bin ich an meinem Stellplatz. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Also, die Autobahn ist noch im Bau. Es sei denn, du guckst das Video später und nicht gleich. Vielleicht ist sie ja bei dir schon fertig. Wir haben jetzt Juli 2022. Und sie ist jetzt momentan genau 20 Kilometer lang von Sarajevo Richtung Mostar. Und ich muss jetzt runterfahren und ich habe aber gerade hier gesehen, bis hierher geht sie. Und hier wird jetzt schon gebaut. Da wird die Autobahn gebaut. Leute, es ist spät geworden heute. Ich habe den Platz nicht gefunden, aber ich sag euch, die stinkende Kupplung für den Anfahrtsweg hat sich gelohnt. Ich zeig's euch mal. Oh, geht schon hier Licht an. Da steht Werner und hier ist ein Fluss. Ich sag euch, am Tage ist der mehr als türkis. Ist das nicht geil? Mit Internet. So, ich war jetzt noch in der Bar was trinken, anstandshalber. Aber ich trinke halt nur Softdrinks. Also da machen sie nicht so viel Umsatz mit mir. Aber der Wille war da. There will be a day coming. Einen wunderschönen guten Morgen. Schaut euch das doch mal an. Es ist 5.30 Uhr, alle schlafen noch. Und es ist so wunderbar ruhig hier. Da hinten wird bald die Sonne aufgehen. Und heute will ich nach Mostar fahren. Mostar ist ein bekannter Ort. Viele kennen den Ort von der zerstörten Brücke. Ja, will ich mir mal anschauen. Ich frühstücke jetzt und dann... Oh, jetzt ist der Kocher ausgegangen. Gas leer. Ja, jetzt habe ich die Gaskartusche schnell gewechselt. Also, was ich sagen wollte, ich frühstücke und dann fahre ich nach Mostar. Ist auch ein Ort mit sehr großem geschichtlichen Hintergrund. Und vorher gehe ich aber noch ein bisschen schwimmen. Freue ich mich schon drauf. Tschüss, du schönster aller Stellplätze. Tschüss. A time of peace. Herzlich willkommen in Mostar. Ich gehe jetzt in die Altstadt und nein, das ist noch nicht die berühmte alte Brücke, aber die zeige ich euch auch gleich. Auf dem ersten Blick sieht es hier tatsächlich so aus, als ob das Hobby der älteren Herrschaften ist, hier im Café zu sitzen und gemütlich einen Kaffee zu trinken und einen Plausch zu halten. Hallo, kleines Kätzchen. Hi. Ausgeschlafen? So, hier ist für mich heute der Eingang in die Altstadt. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony and singing together a melody so pure, so real, only love. Take a look around. So, ich sitze jetzt hier mitten in der Altstadt und trinke erstmal einen leckeren Latte Macchiato direkt hier neben dem Eisladen. Und dann geht's weiter zur Alpenbrücke. All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands.
can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. Da kann man baden. Das sieht ja richtig erfrischend aus. Hier ist halt Völkerwanderung, ne? Und auf dem Fußboden ist es so glatt, schwierig zu laufen. Manche Menschen können nicht mal hier runterlaufen. Schaut mal, die brauchen das Geländer. Mal sehen, was er macht, wenn ich jetzt hier stehe. Ei, eine Kurve. Auch gut, dann kann ich die Mitte nutzen und hab freie Bahn. Wie klar das Wasser ist. Unglaublich. Also ich sehe jetzt überhaupt gar nicht, was ich filme, weil es so, so hell ist. Logisch, da sieht mir wieder ein Eis. Hole eine Kugel, 1 Euro. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step in this direction. Ich schnücker hier gern, weil manchmal findet man wirklich richtig alte, schnuckelige Fundstücke und nicht so ein Schnullifuß, was man hier jetzt so sieht. Hier zum Beispiel ist mein Laden. Hier könnte ich mir alles aussuchen. Wahrscheinlich ist alles unbezahlbar. Oi, da gibt es Wasser. Da kann ich mich ein bisschen erfrischen und meine Eisschnute säubern. Oh, ist das schön. Es ist immer nicht so einfach, hier bei 40 Grad durch die Städte zu latschen. Schaut euch mal den Fußboden an. Also es läuft sich hier ein bisschen komisch, aber es ist richtig glatt und sieht auch hübsch aus, oder? Ich hoffe, dass ich jetzt hier zum Fluss komme. Ich brauche dringend eine Abkühlung. Hier sieht es ja auch schon mal ganz nett aus. Ja, yeah, ich habe den Weg gefunden. Oh. So, jetzt geht's erstmal duschen. Direkt unter der Brücke. Ui, schaut mal, da ist ein Sprungturm, da kann man in den Fluss hüpfen. Unglaublich klar. Oh, ah, kalt. Oh, ist das schön. Am liebsten würde ich jetzt hier schwimmen gehen. Ui. Hear the word and cause affection, trust now the source of love. Jetzt geht's auf Boottour. Er schöpft noch das letzte Wasser vom Vorgänger und dann geht's los. Mirsad. Ah, hi. I'm Jana. Nice to meet you. How deep is the water? About 6 meters. 6 meters. Ui, das Wasser ist hier 6 Meter tief. Take a look around you. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands.
can see this open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. Also die stehen nicht da oben, weil sie jetzt reinspringen wollen, sondern die warten erst, bis sie genug Geld haben und dann springen sie rein. Ui, zum ersten Mal mehr, als ich erwartet habe. Sieht ja lecker aus. So, es ist soweit. Mein Plan ist jetzt hier in das Wasser zu gehen. Gut, dass ich immer ein Bikini anhabe. Also nehmt euch bei solchen Reisen immer ein Bikini mit, denn dann könnt ihr immer mal ins Wasser springen. Es ist richtig glatt. So, das wäre schon mal geschafft. Und jetzt hier zum Strand. So, ich trinke jetzt hier noch einen Kaffee, ganz gemütlich, mitten in der Altstadt, bevor ich in mein Auto steige, was wahrscheinlich 50 Grad haben wird, und losfahre. Heute geht es Richtung kroatische Küste. Mal sehen, wo ich lande. Einmal zum Beweis, es sind 45 Grad. So, tschüss Mostar und auch tschüss Bosnien-Herzegowina. Jetzt fahre ich nach Kroatien. Die EU hat mich fast wieder zurück. So, und jetzt gucke ich nach den Temperaturen und dann kuschel ich mich ins Auto ein. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr meine Tour weiterverfolgen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und nicht die Glocke vergessen. Bis bald. Ciao. Way back a year ago.